Halli, hallo, Hallöchen, ihr kleinen süßen Po. Hat sie nicht gesagt. Nein, hat sie nicht gesagt. Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Enshrouded. Wir sind ja stehen geblieben und haben diese ganzen Fragezeichen, die neu auf der Karte aufgeploppt sind, noch nicht entdeckt. Und ich denke mal, dass wir das jetzt im heutigen Part machen. Ich meine, es ist ja immer ultra spannend, weil man ja nicht weiß, was einen erwartet. Also zumindest ich weiß es nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Und deswegen lasst uns reinstarten. Viel Spaß! Ja, wir sind ja hier stehen geblieben. Ich nehme jetzt auch tatsächlich nach dem letzten Part direkt nochmal auf, weil es gerade so viel Spaß macht einfach. Jetzt gucken wir mal. Also wir haben ja vor uns tatsächlich noch einen Wegpunkt. Ich sage jetzt mal so, wir gehen jetzt da noch hin, weil sonst habe ich wieder diese Meile, die ich laufen muss. Es sei denn, ich setze mir hier einen Flammenaltar hin. Das könnte ich natürlich auch machen. Weil, wie gesagt, haben wir ja hier noch die ganzen anderen Fragezeichen, die im letzten Part aufgeploppt sind. Und die würde ich natürlich auch gerne noch anschauen. Aber dann lasst uns jetzt mal über diese Brücke hier gucken, was uns dann da erwartet. Hier steht auf jeden Fall eine random Kiste auf der Brücke. Das ist sehr schön. Wie komme ich darüber? So. Und hier haben wir wieder ein Lager. Oh nee, hier sind wieder diese Doofen. Dann einmal bewaffnen. Gehen wir mal zuerst hier rechts lang. Ist hier was, was ich buddeln kann? Ich denke nicht. Okay. Man muss ja immer gucken, ne? Und die Augen aufhalten nach diesen blöden Männern. Und hier geht der Weg einfach diese steile Wand entlang, okay. Kiste. Mit Schwarzpulverkugeln, natürlich, weil hier findet man ja sonst nichts anderes. Da oben ist einer, ich sehe ihn. Ja, hier ist sein Kopf. Ich glaube, ich treffe ihn nicht, oder? Jetzt. Und er schimpft und stirbt. Das hasst er halt jetzt davon. Da ist ja auch noch ein Köter. Nein, ich will nichts essen. Mein Gott, manchmal bin ich auch einfach nur lost. Hier ist eine Kiste. Und hier ist eine geheime Kiste, die ein Dietrich benötigt, den ich natürlich nicht habe. Haha. Hier ist noch so eine halb eingegrabene, die auch einen Dietrich braucht. Mist. Aber ich glaube, hier war doch so eine... Ja, genau. Und da müsste doch... Ach Mann, ey. Ist irgendwo ein Metallschrott sein, oder? Habe ich Metallschrott aufgehoben? Ja, aber nur einen. Geht das Bett kaputt? Ja, da habe ich auch Metallschrott. Und hier auch. Kiste. Gibt wahrscheinlich keinen Metallschrott. Nee. Macht nichts. Jetzt habe ich zumindest Dietrich. Wie viele kann ich machen? Ja, das reicht ja locker. Dann können wir jetzt einmal die ausgraben. Gefahr in der Nähe. Wow, du musst es mit einem Dietrich öffnen und hast dann diese Dinger, ey. Was gibt's hier? Henkersachs, Schule 34. Das ist nicht schlecht, Herr Specht. So, dann stelle ich mich doch mal hier drauf. Wohin gehst du? Bleib doch mal da. Hallo, bist du deppert? Okay, den haben wir also auch erledigt. Aber bevor ich darauf gehe, benutze ich mal kurz diese eine Bandage, die ich da noch im Inventar habe. Und dann möchte ich eigentlich erstmal hier noch lang. Oh, das war nichts gut.
Und wisst ihr was? Den Typen machen wir jetzt auch einfach. So, so hat man auch ein bisschen Action. Ja, und was gibt's jetzt hier? Eine Kiste. Und eine Kiste. Und Wasser. Und das war's, oder? Was ist hier noch? Äste. Hier ist noch Holz. Okay, ich schätze mal, da können wir jetzt langsam hochgehen. Warte mal, wieso sind denn jetzt hier Ratten? Aua. Okidoki. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Hier war ja der Typi gerade. Goldene Kiste. Braucht wieder ein Dietrich. Kein Problem. Haben wir doch da. Ah, und schon wieder ein Bogen. Cool. Kann ich ja eigentlich gleich zu Hause schon wieder nachschauen. Steht da eine Flasche Bier. Kann man natürlich nicht looten. Oh, wow. Plötzliches Gemetzel. Ich hätte wach sein müssen, war es aber nicht. Sie stürmten unser Nachtlager mit nie dagewesener Grausamkeit. Ihr Fell war mit blutroten Flecken gesprenkelt, verblasst zu verfilztem Rost. Wir waren in ihr neues Territorium eingedrungen. Etwa die Hälfte meiner Brüder und Schwestern ist tot. Absinth, verrottete Lakritze, ein ekelhafter und bitterer Belag, der meine Lippen betäubt. Ich habe für sie gekämpft, ich habe meine Axt für sie erhoben. Meine Rüstung ist fort, meine Hände sind für immer rot gefärbt. Wir hätten das Gebiet der Wukani betreten sollen. Mutter, bitte verliere nicht die Hoffnung. Durch unsere Adern fließt dasselbe Blut. Ich werde das überstehen für meine Untertanen und ich werde nie wieder versagen. Jasmina. Ach ja, liebe Jasmina. So, also. Dann gehen wir mal hier rein. Hier gibt es ein Basement. Was hast du dir wohl so gedacht? Machen wir mal hier kurz mal alles klein. Dann kann ich hier die Bücher alle looten. So. Das kam auch alles weg. Okay, sonst ist hier nichts. Nix da. Was ist hier? Außer dieser Ratte. Oh ja. Da haben noch welche den Absinth genossen. Richtig gut versteckt, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Schwarzpulver. Hier kann man... bevor ich da raufgehe, wobei das brauche ich eigentlich gar nicht raufgehen, haben wir hier nochmal was. Okay, so, wo ist denn der Weg jetzt dann hier nach oben? Der ist da. Ich habe aber Angst, dass da jetzt tausende Leute auf mich warten. Deswegen, seht ihr? Wie gut. Oh, und er kommt natürlich wieder hierher. Komme ich hier irgendwo hoch? Ja, hier. Dann gehen wir halt da hoch. Na, bleibst oben jetzt. Sorge mal.
Was du reden. So, da hinten ist noch so eine. Beziehungsweise der hat sich schon wieder verbieselt. Oh nein. Ach. Der natürlich wieder. Mhm, und jetzt? Ich brauche Ausdauer. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Aber den kriege ich noch jetzt. Und hier sind Vasen. Okay, ja. Muss auch schon wieder essen und trinken. Und dann noch diesen Heinz da oben töten. Da, genau dich. So. Und sammeln wir alles mal ein. Was hier so in die Luft gesprengt wurde. Oh, hier geht's wieder in den Keller. Oh, hallo. Wo ist meine Fackel? Weg. Egal. Dietrich. Mal wieder einen Dietrich. Es lohnt sich doch einfach gar nicht, diese blöden Kissen da ständig. Ah, hier kann ich reparieren. Sehr schön, dann wieder rauf. Dann einmal hier hoch. Okay. Wir fliegen seit neuestem nach oben. Wieder eine Kugel. Was ist das jetzt hier? Ich hatte mir das irgendwie ein bisschen spannender vorgestellt. Aber scheint nichts mehr zu sein. Komme ich da hoch? Da wird wahrscheinlich nichts drin sein, oder? Vielleicht von der anderen Seite? Ja, da ist aber nichts, okay. Ja gut, Leute, dann habe ich ja gesagt, machen wir die Dinger hier unten. Jetzt ist natürlich die Frage nur mal wieder, mit welchen fangen wir an? Da steht halt überall nichts. Das ist einfach nur diese Fragezeichen. Ich glaube, ich möchte mit dem hier unten anfangen. Dann reisen wir mal dahin. Und düsen dann in diese Richtung. Ich hoffe, dass es korrekt ist. Ja, so einigermaßen. Dann dahinter. Mal gucken, wo wir landen. Da ist nämlich auch dieser Wuka-Hügel, wo ich den Gladiator kaputt gehauen habe. Ja, das ist mehr in diese Richtung. Okay, dann landen wir doch mal hier auf dem Weg. Nicht, dass ich da in die Pampe reinfliege. Und dann müssen wir ja eigentlich einfach nur hier geradeaus am Gladiator vorbei. Am Wolfili vorbei. Da hinten rechts waren wir ja das letzte Mal schon. Da war ja eigentlich nichts. Was ist jetzt da hinten? Hallo. Gib mir dein Fleisch. Oder war das das hier, wo wir schon waren? Aber das ist es ja gar nicht, oder? Nee, es ist noch weiter nach da. War das trotzdem, waren wir hier?
Nee. Ach, keine Ahnung. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Jetzt kommt er natürlich rauf. Na toll. Bleib stehen. Oh, der Schuss war ja mal exzellent. Huch, was tue ich denn da? Hier war auch noch mal was zum Plündern, Hallöchen. Und dann kann man ja hier hinten. Hey, wartet mal, ich bin gerade, glaube ich, gerade über eine Falle, die mir aber nichts gemacht hat. Oh, irgendwer schießt mich an. Erstmal du. Weißt du was? Kannst du nicht in deine eigene Falle reintreten? Aua, was schmeißt der? Komm hier rein. Hallo. Die gehen um ihre Falle drumherum. Da kann ich nicht stehen. Keine Ausdauer mehr, nein. Tot. Super duper. Dann können wir das noch sammeln. Wo ist der Typ da? Na, was ist denn hier? Ah, da. Bäh. Quatsch hier. Da oben ist nämlich auch noch einer. Oh. Das ist ein Schutthaufen. Das müssen wir mal im Auge behalten. Hier ging es ja rauf. Und hier war eine Kiste. Das wusste ich natürlich ganz genau. Ich hätte gerne mal ganz kurz meine Fackel hier. Ich denke, wir sind eh safe. Gerade. So, hier ist eine Leiter nach oben. Und was ist hier hinten noch? Da muss doch irgendwas hinter diesem Schutthaufen sein. Und hier ist nämlich nichts. Na gut, ich habe doch auch wieder diese ganzen Bömpchen. Machen wir da mal ein Loch rein. Ah, hier ist eine Kiste. Aber mehr auch nicht. Na gut, dann sind wir ja hier auch fertig. Dann gehen wir jetzt wieder Richtung Fragezeichen. Und es wird schon gleich dunkel. Hey, ihr zwei hier. Nicht streiten, ne? Wer sich zuletzt freut, freut sich ja am besten. Und das bin in dem Fall ja wohl ich. Hundertvierundsiebzig Meter in die Richtung. Ist doch nicht dein fucking Ernst jetzt. Toll, jetzt bin ich wieder hier. Willst du mich eigentlich verarschen? Ach stimmt, und die andere Leiche müssen wir ja auch noch holen. Shit, wieso haben wir das beim letzten Mal nicht gemacht? Ich sollte mir mal angewöhnen, vielleicht das nächste Mal einen Altar zu bauen. Das sagt ihr mir ja immer wieder und denkt ihr, ich mach's? Nein, nein, nein. Ducky sagt nein, nein, nein.
Waren da nicht irgendwo Bettchen? Ich brauche ein Bettchen zum Schlafen. Und ich brauche Essen und Trinken. Scheiße, meine Tomaten sind weg. Die wollte ich auch noch anpflanzen. Ach nö. Leute, ich gehe kurz heim. Zum Schlafen. Scheiße, wieso habe ich nicht jetzt gleich einen Altar gebaut? Mein Gott. Ich bin lost, sein Vater. Gute Nacht. Dann zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Und wenn ich das diesmal wieder nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Ich konnte ja jetzt noch nicht eure Kommentare dazu lesen. Und ich wette, es war so einfach und ich, Depp, tue hier wieder so viel Oma Domo, um da hinzukommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Beziehungsweise, bis der Part hier rauskommt, habe ich eure Kommentare schon gelesen und werde mir wahrscheinlich dann denken, oh Gott. Was hast du getan, Luni? Ausdauer leer. So. Ich hoffe, ihr seid jetzt stolz auf mich. Mama ist stolz auf dich. Aha. Jetzt weiß ich, warum er mich hierher gelotst hat. Da ist eine Wurzel. Komme ich da auch hin? Ah ja, cool. Mal schauen, wie viele Punkte mir das gibt. Ach shit, da sind ja Gegner. Huch, da habe ich natürlich jetzt wieder gar nicht dran gedacht. Wie, was bist denn du? Nein, lass mich in Ruhe. Einfach sterben. Diese blöde Kuh, da hinten ist noch so eine. So, jetzt pass auf. Nein, geh, mach auf sie. Ja, okay, jetzt ist sie zumindest tot und er auch. So, und was bist du jetzt noch für einer? Ach, ein Bogenschütze. Dann machen wir das doch jetzt so. Bogenschütze gegen Bogenschütze. Zack. In your face. Yay. Cool. Dann habe ich den Ort ja doch erreicht und es war von der Seite aus zumindest sehr einfach. Was habe ich denn da alles getötet, ey? So, hier liegt noch mehr. Hier ist noch ein Leichnam. So, war es das? Ich denke schon. Cool. Dann haben wir dieses Fragezeichen auch aufgedeckt. Genau, Miasma-Wurzel. Okay, dann wäre ja das hier das nächste als Wegpunkt setzen. Ach so, hier ist ja noch mein Grabstein. Stimmt. Aber da komme ich doch jetzt gar nicht mehr hoch. Mein Gott. Da hat natürlich wieder keiner dran gedacht. Super. Egal, wir düsen jetzt wieder dorthin. Und dann einmal in diese Richtung. Hui. Erreiche das Düsterdickicht. Das ist doch jetzt aber nicht diese Quest, oder doch? Oh, hier ist eine Treppe. Eine Brücke. Halt, Leute, halt, was ich gerade schon wieder voll vergessen habe. Ah, ich habe nur einen Punkt dazu bekommen. Schade. Und ich bin wieder mal im Miasma. Wir bleiben auf dem Weg.
Ih, da hinten ist schon wieder so eine alte. Und da gehen wir jetzt auch gerade hin. Das heißt, ich nehme gleich mal meinen Bogen in die Hand. Ach, da ist auch eine Wurzel. Aha, aha. Sind wir jetzt heute auf Wurzelsuche? Wo ist denn die alte jetzt eigentlich hin? Da. Hä, ist die nicht gerade vorher in eine andere Richtung? Ja, klar trifft mich das noch. Ist hier sonst noch wer? Sieht nicht so aus, dann schnell abbauen. Juhu. Jetzt habe ich vier, jetzt brauche ich noch eine. So, wo ist die nächste Wurzel? Ist sie dann vielleicht da? Sollen wir dahin und dann rüberlaufen? Oder sollen wir von der Hochweidenwarte? Ich weiß halt nur nicht, ob ich so weit fliegen kann. Wobei hier die Brücke ist. Ich glaube, wir düsen. Wartet mal, erstmal machen wir das als Wegpunkt und dann düsen wir dorthin. Oh, da ist auch noch mal so eine alte. Die hat uns aber nicht gesehen. So, wir müssen also irgendwie hier so lang. Und wo ist die Brücke? Die ist da. Ich muss eigentlich genauso straight. Ich weiß nur nicht, wo ist dieses Rotfels. Oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist das da unten. Ich weiß halt nicht, ob ich es dahinter schaffe. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Zumindest will ich an Rotfels vorbei. Schlechte Erfahrungen, ihr Machter. Es wäre so cool, wenn da jetzt auch noch eine Wurzel wäre. Dann könnte ich nämlich das Zeug freischalten. In dem Haus war ich auch drin, das weiß ich. Spring. Wenn ich sage spring, dann spring. Bonduell ist das famose Feingemüse aus der Dose. Oha, dann fällt sie halt gleich wieder. Bist du hässlich? Lacht mich jetzt nicht aus. So, jetzt hat nämlich... Wieso fällt sie denn die ganze Zeit da runter? Geh jetzt rauf. Sowas macht mich echt zündig. Oh, hallo, Woll. Einmal bitte hier lang. Und dann einmal da. Immer geradeaus. Da ist auch Miasma. Hm, ist das vielleicht da, wo wir hin müssen? Sieht gut aus, ne? Der Dungeon ist es auf jeden Fall nicht. Gucken wir einfach mal hin. Das war blöd abgesprungen. Das ist doch bestimmt hier drin. Haha, geil. Es sind tatsächlich lauter Wurzeln anscheinend, die mir angezeigt wurden. Ach, das sind wieder die kleinen. Na gut. Ach, und da ist ein großer. Seid ihr jetzt Kaputschko? Mehr, die mich hier nerven, wisst ihr was? Wir machen erstmal die Wurzel weg. Ja, ja, chillt doch mal euer Leben. Beiß wen anders im Arsch.
So. Jetzt ist er Ruhe da. Looten wir noch das Zeug, was hier so rumliegt. So. Coole Sache. Lasst uns mal kurz nach Hause gehen. Nee, das war... Hä? Farnthal. Hier wohne ich. Bonduelle ist das famose Feingemüse aus der Dose. Und jetzt denke ich mal, dass ich eigentlich... Ja, jetzt habe ich die 5 Punkte. Coole Sache. Jetzt kann ich mir das hier holen. Geil. Das mag ich. Das finde ich nice, dass ich das jetzt habe. Was haben wir denn jetzt noch? Ich muss mir dann auch ja irgendwann diese Köpfe mal craften. Und dann müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir vielleicht dann im nächsten Part irgendwann auch mal tatsächlich... Ey, den kann ich sogar machen. Den hier auch. Den hier auch. Sorry, jetzt habe ich gerade abgelenkt. Dass wir im nächsten Part dann vielleicht auch mal gucken, dass wir eben hier auch bei denen mal vorankommen, würde ich sagen. Dann hänge ich mir mal das Zeug jetzt einfach hier so in die Gegend. Oh, der ist groß. So, und jetzt habe ich eine Minute mehr, wie ich sehe. Kann das sein? Ich dachte, das würde mir irgendwie mehr geben. Aber naja, hat es jetzt nicht gemacht. Hat mich auf jeden Fall wieder mega gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns also im nächsten Part. Und ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Bye.